Worst-Case-Szenario. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Kategorie. Ja. Ja, mehr oder weniger Kategorie. Worst of Worst of. 2019. Ich fange direkt mit einem Film an. Das ist gut. Der, Scheiße ist. ja, da habe ich ein Review zu gemacht, alleine. Das hat sehr, sehr Ah. viele Klicks bei uns auf dem Kanal. Kann ich nicht Three mitreden. from Hell von meinem persönlichen Freund Robertus von Zombus haben wir sehr schöne Kommentare zu bekommen. Ich habe Leute gehört, die haben behauptet, der heißt gar nicht so. Nee, Die haben das kann doch falsch nicht sein. recherchiert. Die haben gedacht, Die haben falsch dabei habe recherchiert. ich doch recherchiert, das habe ich doch im Video gesagt. Ja. Nein, ich möchte dazu natürlich gar nicht mehr so viel sagen, außer dass der Film echt eine Gurke ist. Ich will nicht sagen, dass er ein Stück Scheiße ist, ne? Aber ja, vielleicht doch. Naja, so auf jeden Fall eine ziemliche Gurke. Nichts im Vergleich zu The Devil's Rejects, den ich wesentlich besser empfinde oder damals empfunden habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Das Interessanteste dabei, bei dem Review zumindest, ist, anhand der Kommentare haben sich ein paar, was soll ich sagen, Klischees und ein paar Bilder von mir, von manch anderen Leuten sehr bestätigt. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Also ich fand leider die vier, nee, die drei Comic-Verfilmungen, Captain Marvel, Dark Phoenix und Hellboy, fand ich nicht gut und somit eigentlich schlecht. Also zwei davon kommen bei mir definitiv auf einer anderen Liste noch vor. Ja, ich weiß auch welche, aber Ja, Hellboy ist Schrott. Hellboy ist eine Frechheit. Dark Phoenix war okay, war mehr eine Enttäuschung, aber es ist auch kein cooler Film. Nee, mit der Zeit wird er bei mir auch immer schlechter. Gut, da bin ich ja beruhigt. Ja, Und aber es Cap. ist nicht der Bodensatz des Kinojahres für Nee, mich. nee, genau, deshalb fange ich ja damit an. Bad to worst. Ja, ich, nö, sag Worst. Wir sind hier bei Worst of, da kommen die schlechtesten Filme. Zum Beispiel Iron Sky, The Coming Race. Die habe ich auch nicht gesehen. Ja, da bin ich in die Pressevorstellung. Ich würde niemals Geld für diesen Film ausgeben. Ich bin in die Pressevorstellung gegangen, habe da auch die Kollegen von Cinema Strikes Back getroffen. Und da waren wir uns relativ einig, dass der erste Teil so ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Der ist nicht super gut, ne? Der ist auch nicht gut, aber der ist auch gar nicht so schlecht. Der erste hat so ein bisschen, wie soll man sagen, der hat Potenzial. Ja. Nicht immer voll ausgeschöpft, aber so ein paar Sachen sind schon okay, coole Ideen. Ist so ein bisschen wie bei Another Wolf Cop, ne? Also Wolf Cop und Another Wolf Cop. Ja, Also das haben wir uns dann versprochen. Also wir haben ja. uns davon versprochen, dass der zweite dann einfach noch mehr am Rad dreht. Ja. So ein bisschen wie bei Machete. Ja. Machete Kills, einfach alles over the top. Ja. Deswegen ist der Film ist so unfassbar unlustig. Kein Gag zieht, die Gags sind komplett aus der Zeit gefallen. Ne? So die waren vielleicht mal vor 5, 6 Jahren, war das so Meme-Potenzial. Ja. Totaler Schrott. Die einzig geile Szene sieht man im Trailer und die geht 2 Sekunden, das habe ich glaube ich auch im Review schon gesagt. Das ist halt Hitler auf dem T-Rex, das ist natürlich geil. Also Hitler gespielt von Udo Kier auf dem T-Rex. Wenn man das hört, da fragt man sich, wie kann man das eigentlich versauen? Wie kann man diesen Film nicht unterhaltsam gestalten? Sie haben es geschafft. Iron Sky 2, The Coming Race ist also wirklich richtiger Schund. Langweilig auch. Also die Okay. Zeit will nicht vergehen. Das ist schade Da bei so kommt. einer Trash, also bei einem Film, der eigentlich trashig angelegt ist. Ja, Hohlerde, du hast irgendwie so die Verschwörungstheorien dabei, du hast irgendwie so die ganzen, hier neben Hitler noch so ein paar andere Trump. Führer, sag ich Trump mal. zum Beispiel. Ja, nee, kommt, im Trailer kommt er vor, ne? Ach ja, stimmt, der ist ja gar nicht im Film. Hast du gar Ja, nicht vorher deswegen, geschaut. also egal. So viel Potenzial und da kommen Dinosaurier drin vor und du denkst, ey, das klingt doch alles super spaßig, nichts davon ist irgendwie geil. Ansonsten fand ich wirklich, ich nenne ihn jetzt sofort, ich nenne ihn jetzt sofort, weil der Film, der hat mich echt abgefuckt. Besonders, weil ich mich da auch irgendwo ein bisschen gezwungen habe, dann mit reinzugehen. Little Joe. Ja. Glück ist ein Geschäft, aber glücklich bin ich mit dem Film nicht geworden und es war ein Scheißgeschäft, was ich da abgeschlossen habe. Der nervt echt, der Film. Der ist einfach nur eine. Oh. Ey, erstens. Original, beziehungsweise das, was er die ganze Zeit referenziert. Body Snatchers, großartiges Remake sogar. Aber davon ist es halt eine verdammt leblose Kopie. Und das ist halt so gewollt Kunst, gewollt Spannung, gewollt Inhalt.
aber gekonnt nichts. Furchtbar, furchtbar nerviger Film. Ja, genau, weil der etwas suggeriert, was er eigentlich überhaupt nicht ist. Das Schlimmste ist, zwei Leute sind sich gegenüber, Kameraeinstellung, die Kamera zoomt, die beiden reden. Ach ja, stimmt. Und irgendwann gehen beide aus dem Bild und hat im Hintergrund einfach nur die Wand. Ist das Kunst oder kann das weg? Das ist keine Kunst, das ist scheiße. Ja, das muss man mal echt ehrlich sagen. Leider, leider. Ich muss ich muss gar nicht sagen, aber ich sage, dass ich ein paar Filme gar nicht gesehen habe, die so generell, von denen ich nur gehört habe, dass sie schlecht sind. Mhm. MIB International. Ja, der ist nicht cool. Aber ne, ist auch wieder so der Fall, das sind wir nicht das Publikum. Das ist der will hip sein, ne? Der geht auf Gender ein. Ne? Also, das ist so Men in Black für die neue Generation. Genau. Ne? Wir sind nicht die neue Generation. Gemini Man hat mich null interessiert. Ang Lee finde ich auch irgendwie, also schon lange nichts Geiles mehr gesehen von dem. Ja. Dann The Fanatic. Das ist ein Film, den möchte ich gerne gucken. Der gilt als super schlecht. Ist von Fred Durst. Fred Durst ist der Regisseur. Ja, ist auch nicht sein erster Film. Oh, ja. Und in der Hauptrolle John Travolta. Mit einem beschissenen Haarschnitt. Und ich will den gucken, weil ich glaube, das ist wieder so ein Film, den ich gar nicht so schlecht finden werde. Ja, weil er richtig scheiße ist. Ja, weil da so wenig Sachen stimmen werden, aber der wird unterhaltsam sein. Und also das verspreche ich mir zumindest davon. Midway habe ich nicht gesehen, weil ich um Roland und Emmerich meistens einen großen Bogen drum mache. Den hast du aber gesehen. Den habe ich aber gesehen, tatsächlich. Ja. Im Ausland, der steht... Hat er es geschafft? In die schlechte Liste? Steht. Natürlich hat er es geschafft. Natürlich. Roland Emmerich ist immer gut für die schlechtesten Liste. Habe ich alles nicht gesehen. Was hast du denn noch gesehen? Dark Encounter. Ah ja, lief auf dem Fantasy Filmfest. Genau. Das ist, den will ich tatsächlich so ein bisschen in die Kategorie packen wie Little Joe, weil das auch wieder so einer ist, der meint, er müsste große Vorbilder aufgreifen. In dem Fall ist es hier von Spielberg Begegnung der dritten Art. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Und das Ganze versucht er dann noch mit einer Crime-Thrill-Geschichte zu kombinieren. Wird zum Schluss hin dumm, blöd, unlogisch vor allem. Und Figureninteresse ist gleich null. Technisch dafür, ich meine, es war eine Low-Budget-Produktion, war das völlig in Ordnung, aber die Geschichte ist echt für den Arsch. Also das hat mich tatsächlich sogar aufgeregt teilweise. Und es ist quasi auch eine Enttäuschung, weil ne, wenn man dann solche Vorbilder hört wie Body Snatchers, Unheimliche Begegnung der dritten Art, dann hat man ja schon Erwartungen. Klingt erstmal voll gut. Genau. Und dann wird man meistens ja enttäuscht. Ne? In dem Fall hat es dann aber auch geärgert. Weil man versucht hat, dennoch irgendwie was Eigenes zu schaffen. Bei Little Joe nicht ganz, aber in Dark Encounter hat man da schon versucht, irgendwie sich auch ein bisschen davon loszulösen. Aber da ist halt leider überhaupt nichts mehr rumgekommen. Der war einfach nur nervig. Ich werfe Tal der Skorpione in den Ring. Ja, das ist die Nummer 1 der deutschen schlechten... Ja, der hätte so schlecht sein können, dass er unterhält, dass er irgendwie witzig ist oder irgendwie, dass man sich über ihn... Ja, das ist, ne? Es gibt diese Filme, die einfach so schlecht sind oder so limitiert. So schläfartsmäßig. Ja, obwohl ich mit denen da auch nicht immer. Ja, nicht immer. Aber übereinstimme, weil die teilweise, die haben Toxic Avenger genommen. Ja, das, so, ist, also, das ist eine Unverschämtheit. Ja, ist ein die stellen Film. Sich da echt über Filme, die wirklich Spaß machen. Und Tal der Skorpione, selbst mit ein paar Bier im Kopf, wir haben ihn im Kino gesehen, hat der leider nicht so viel Spaß gemacht. Ne? Und da wurde uns natürlich dann auch unterstellt, dass wir kein Herz für deutsche Genreproduktionen haben oder für Amateurfilme. Dann schaut in das Best-of-Video. eben, also ist nicht der Fall, aber der Film wirklich hat gelangweilt, geht viel zu lang und es gibt wohl eine brutalere Fassung, aber die ist dann wohl auch kürzer. Es gibt auch eine amerikanische Fassung, nennt sich The Furies. Achso, stimmt, das ist auch so ähnlich. Ja, aber der hat wenigstens geiles Splatter-Effekt. Ja, genau. Bei The Furies, dem kann ich nicht so böse sein, weil der auch ganz wenig Budget hat, aber die Splatter-Effekte so geil sind und die immer fett mit der Kamera draufhalten. Ja. Tal der Skorpione, ja, leider nein. Leider gar nicht. Ja, leider nicht, leider überhaupt nicht. Ja. Ansonsten war natürlich auch wieder das Horror-Kino sehr bescheiden. Also die Horror-Beiträge. Soll ich mal aufzählen? Also Ma fand ich
bescheuert. Ich bin gar nicht angeguckt. Ja, da war der Trailer ganz cool eigentlich. Aber der lief halt 10-mal bei den Nights oder so. Und dann irgendwann konnte ich es auch nicht mehr sehen. Ja, okay, stimmt, auch war klar. Ja, der hatte maximal eine coole Hauptrolle, aber ansonsten, ja, auch wieder leider falsche Zielgruppe, aber der hat halt auch nicht verstanden, worum es in dem Genre geht. Ansonsten haben wir noch so Sachen wie, ich würde Brightburn tatsächlich noch dazu zählen. Zum schlechtesten Film? Zu den schlechten, ja. Ja, wir sind bei Bad. Wir sind bei Worst of 2019. Ich bin immer noch bei Bad to Worst. Der ist für mich bad. Ne, weil der, ich fand, der hatte cooles Potenzial. Ne, dieses Dark Superman. Aber auch hier war es tatsächlich so, abgesehen davon, dass das CGI am Schluss anging, fand ich das katastrophal. Gut, hatte vielleicht nicht so Budget dafür. Ist auch nicht immer wichtig. Budget. Bitte? Da ist nicht viel Budget. Ja. Ist aber ziemlich brutal. Der ist brutal, ja, das ist richtig. Aber trotzdem, der hatte auch nervige Jumpscares. Fandst du nicht? Es geht. Waren ein paar, aber nicht so viel, wie du gesagt hast. Habe ich gelogen? Vielleicht, wer weiß. Ich habe ihn in einer anderen Liste. Aber da gab es ja noch einen, da sind wir uns... Nee, es gab sogar noch zwei, da sind wir uns definitiv einig. Die finde ich echt schlimm. Die sind, ja, die sind fast schon unverschämter. Fast. Ich sag, ne, bei dem einen, La Lloronas Fluch ist eine Unverschämtheit. La Lloronas Fluch? Was habe ich gesagt? Lass mal Llorona. Ja? Llorona. Ah, okay. Der Film ergibt, also wir haben ja schon gesagt, das ist diese Art von Horror, für die man sich quasi schämen muss, ja, oder erklären muss. Ja. Ich bin zwar Horrorfan, aber das meine ich damit nicht. Das ist schon mal ein Problem. Mhm. Und das Schlimme ist, ich habe mich noch mal ein bisschen mit dem Film befasst. In dem das Film. Das ist echt schlimm. Ne, in dem Film stimmt einfach auch nichts. Ja. Diese Schockszenen, die da abgespult werden, ne, die so eingestreut werden. Die sind nur, jemand hat eine Idee, ach, man könnte das als Schock machen. Ne? Mhm. Weil so manchmal kann die einen so berühren, manchmal nicht. Mhm. Manchmal hat sie Zugriff auf einen, manchmal nicht. Manchmal kann sie da sein und irgendwie, es ist halt, also so das Wichtige, das sagt auch immer der Mike von Red Letter Media, es ist wichtig für Horrorfilme, sind Regeln. Du musst ja Regeln aufstellen und sagen, das kann passieren, das kann nicht passieren, damit du weißt, wo ist die Bedrohung. Yeah. Und hier ist einfach entweder alles möglich oder gar nichts. Yeah. Und deswegen ist es so völlig undurchsichtig und einfach nur, es ist halt dieses Geisterbahn-Ding. Yeah. So wie man irgendwas, was einen irgendwie kurzzeitig erschreckt. Und, yeah, und das, aber Leute raffen das nicht, weil die Aufmerksamkeitsspanne von vielen Menschen mittlerweile sehr, sehr gering ist. Und die einfach nur noch so, ach ja, das ist so jeder kleine Schockmoment ist wie so ein Kurzfilm. So ein 3-Minuten-Kurzfilm, wie Lights Out. So, das, die Ursprungsfilm. Und das reicht vielen. Uns reicht das auf gar keinen Fall. Nicht mal andersweise. Nee, und ich finde das wirklich eine Beleidigung. Und der Film ist super scheiße einfach. Der spult diese ganzen Klischees einfach ab. Das ist so Drehbuch nach Schema F, ist alles scheiße. Das ist ein Film von Machern, ne, die keine Ahnung von Horrorfilmen haben. Und die... ich bin grundsätzlich der Meinung, Macher jeglicher Art, egal was man macht, ne, aber jetzt bezogen auf den Film, man muss das lieben, was man macht. Und zumindest ein bisschen künstlerischen Anspruch. Ja, und vor allem natürlich auch verstehen, was man da macht. Ne? Aber das ist halt bei den Machern leider tatsächlich nicht ansatzweise gegeben. Ich meine, man kann es natürlich auch umdrehen und sagen, dass sie genau das Richtige machen, weil das vielen Leuten tatsächlich gefällt. Es ist halt, um Geld von Jugendlichen zu bekommen. Die halt in eine Achterbahn gehen und sich anderthalb Stunden erschrecken wollen. Ja. Danach gehen die raus und vergessen alles. Ja. Eigentlich ist das ja auch schon bemerkenswert, oder? Das ist schon... Das ist bemerkenswert scheiße. Also wir natürlich ist es bemerkenswert. Wir merken es ja auch gerade an, wie schlecht das ist. Ja, und also es nervt einfach als Kino und als Filmfan. Aber ich muss halt ehrlich sagen, ich finde Black Christmas finde ich noch schlimmer. Der hat eine gefährliche Aussage zumindest. Ja, nee, die Sache ist halt, ich würde da unterstellen, dass man sich mehr Gedanken gemacht hat. Dass man, steckten mehr Köpfe dahinter, ne? Im Drehbuch waren, glaube ich, auch mehrere Leute beteiligt. Ja. Ist halt grundsätzlich ist nicht besonders gut, aber der hatte ein Vorbild, ne? Also der hatte theoretisch, da es ja ein zweites Remake ist, hatte er einen sehr guten Film als Grundlage, auf dem er basiert. Ja, aber diese Grundlage wird ja so gut wie nicht bedient.
Ja, nee, ich sag nur, die Voraussetzungen, ne, auch höheres Budget, die Voraussetzungen waren bei Black Christmas besser. Das ist trotzdem ein Stück Kacke. Also Ja, natürlich! ich habe im Review gesagt, dass mich eine, ich habe im Review zu Black Christmas gesagt, das ist ein Stück Kacke. Ich möchte hier nur noch mal sagen, dass ich das immer noch total so meine. Ich nehme das nicht zurück. Ja, das ist auch völlig in Ordnung, weil das ist Ja, echt. wer sich jetzt dadurch beleidigt fühlt, ne? Selbst schuld. Also ich beleidige ja nicht, die Leute, die das gut finden. Ich beleidige den Film, weil der Film mich zuerst beleidigt hat. Der Film hat angefangen. Ja, okay, der hat dich persönlich angegriffen. Ja, In deiner man ist, Männlichkeit. nee, das nicht, ich habe meine Zeit Okay. verschwendet und hat mich Ja. als Filmfan einfach beleidigt, weil er ein Stück Scheiße präsentiert hat. Und er geht halt, und dann diese Aussage, so, Männer sind schlecht, nur Beta-Männchen sind okay, die dürfen überleben. Was ist das für ein Quatsch? Ja, Das hat stimmt. nichts mit Feminismus zu tun. Ja, besonders Haben wir ja auch weil schon drüber gesprochen. schwarz. So schlimm war es gar nicht, ne? Nee, tatsächlich nicht. Die Liste ist sehr überschaubar. Das ist wirklich schön. Also da sind natürlich mit den beiden, die wir jetzt, also Black Christmas und La Lloronas Fluch, das sind natürlich derbe Ausreißer nach Ja, unten, auf jeden ne? Es Fall. darf aber in einem ganzen Jahr, in dem man, Ja. weiß nicht, mit Heimkino und so weiter um die 100 aktuelle Filme sieht, ist das schon völlig in Ordnung. Ja, da kann man sich nicht beklagen, nicht meckern. Nee, alles andere, Go Three from Hell, Iron Sky, so sind es vielleicht drei, vier. Also die Liste ist wesentlich überschaubarer als die positive Liste. Das liegt aber daran, dass wir im Vorfeld schon ziemlich krass ausselektieren. Ja, schon, ich nicht immer. Ich gucke mir auch gerne mal Filme an, von denen ich ausgehe. Gut, könnte jetzt nichts werden, bin ich vielleicht nicht die Zielgruppe, aber dafür haben wir vielleicht auch noch die Kategorie Überraschungen Und Enttäuschungen. und Enttäuschungen. Und das ist das nächste Video, was der Sebastian dann online stellt. Ja. Von uns, den Filmfressen Peter. Und Manu? Vielen Dank. Was waren für euch die schlechtesten, beschissensten Filme? Mal in die Kommentare bitte schreiben. Und natürlich die Glocke bimmeln. Ihr Bimmler vom Dienst, immer schön bimmeln und abonnieren. Prost. Und wenn es nicht La Lloronas Fluch war, habt ihr einfach Unrecht.